Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Stream und auf der Tribüne. Frau Hack und auch Frau Asch, Sie haben vorhin gesagt, als Sie über Ihren Antrag gesprochen haben, dort geht es um präventiven Kinderschutz. Richtig, so verstehe ich Ihren Antrag auch. Sehr wahrscheinlich haben Sie nicht so richtig erkannt, worum es in unserem Antrag geht. Bei unserem Antrag geht es um einen kleinen Bereich des Kinderschutzes. Und zwar geht es um das Erkennen und Beenden von Kindesmisshandlung. Eigentlich das Schrecklichste, das Perverseste, was wir uns vorstellen können, was im Bereich Kinderschutz getan werden muss, ist das Beenden und das Erkennen von Kindesmisshandlungen. Und dort sind die Ärzte derzeit alleingelassen. Ich hatte mich auch gewundert, als ich in den Anhörungen erfahren habe, dass Kindesmisshandlung eine Diagnose nach ICD-10 ist. Und die Ärzte, die diese Diagnose stellen müssen, müssen irgendwann entscheiden, liegt sie vor oder liegt sie nicht vor. Das heißt, sie kommen irgendwann an eine Grenze. Wenn es eindeutig ist, ist klar, sind sie sogar verpflichtet, das zu melden. Was tun sie, wenn sie kurz davor liegen, wenn sie nicht wissen, ob dieser eine Punkt, ob der wirklich zutrifft? Sie haben keine Möglichkeit, sich mit irgendwem auszutauschen. Sobald sie das tun, machen sie sich straffällig. Das kann doch nicht sein, dass ich die Ärzte dort völlig alleine lasse. Und das ist das Einzige, worum es in diesem Antrag geht, dass die Ärzte einen Kollegen fragen dürfen, den Fall schildern dürfen, sich mit ihm absprechen können, ob die Diagnose an der Stelle richtig oder falsch ist. Es ist ein Schutz davor, dass Familien nicht fälschlicherweise... Es ist ein Schutz davor, dass Familien nicht fälschlicherweise beschuldigt werden. Es ist aber auch ein ganz, ganz wichtiger Schutz dafür, dass eben genau das Gegenteil nicht passiert, dass es eben nicht erkannt wird, wenn Kindesmisshandlung oder Kindesmissbrauch vorliegt. Und wenn ich jetzt Sie, Frau Asch, höre, dass die Ärzte das schon machen, ja, sie machen es zum Teil, es gibt diese Datenbank. Es ist aber so, dass Ärzte erstmal dafür die Unterschrift der Eltern brauchen. Das heißt, wir sind schon mal bei allen Kindesmisshandlungen dort, wo die Eltern die Täter sind, ist schon mal rausgenommen. Wird da nicht funktionieren. Wenn die Ärzte es trotzdem machen, dann sagen sie ganz klar, sie begehen eine Straftat. Nehmen wir das jetzt so hin, weil es im Guten ist, dann wäre es doch richtig, dort Rechtssicherheit zu schaffen. Das ist das Einzige, was die Ärzte gefordert haben in der Anhörung. Rechtssicherheit. Darum ginge es. Herr Kollege Wegner, würden Sie eine Zwischenfrage zulassen von Frau Kollegin Dr. Beisheim? Ja. Bitte, Frau Kollegin. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte gerne noch mal aufgreifen, das, was Frau Kollegin Asch vorhin angedeutet hatte, nämlich den Widerspruch aus dem Plenarprotokoll aus, ich glaube, es war April 2013, wo Sie selber letzten Endes datenschutzrechtliche Bedenken angemeldet haben, bezogen auf webbasierte Datenbanklösungen. Könnten Sie vielleicht erklären, warum dieser Sinneswandel den bei Ihnen so eingetreten ist? Ich weiß nicht, ob dort, also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, in diesem Zusammenhang, dass diese Äußerung so von uns kam. Natürlich sind wir prinzipiell sehr, sehr kritisch bei solchen Sachen. Und als wir damals den Antrag der CDU das erste Mal vorlegen hatten, war eigentlich auch die Skepsis größer, genauso wie bei der ersten Anhörung der Sachverständigen war eigentlich die Skepsis erstmal größer als der Wille zur Zustimmung, obwohl wir auch die Problematik dahinter erkannten. Aber wir sahen auch natürlich auch erstmal sehr, sehr stark das Problem des Datenschutzes. Nachdem wir uns aber damit dem Problem auseinandergesetzt haben, ist das die einzige Möglichkeit unserer Meinung nach, den Datenschutz so weit wie möglich hochzuhalten und trotzdem einen möglichst optimalen Schutz für die Kinder zu gewährleisten. Herr Kollege, zwischenzeitlich gibt es weitere Wünsche, Ihnen Fragen stellen zu dürfen. Ja. Erstens von Frau... Sie sagen schon ja. Gut, wunderbar. Dann kann ich Ihnen mitteilen, dass die erste Frage von Frau Kollegin Scharrenbach kommt. Und dann hat Ihr Fraktionskollege Düngel auch noch Aussprachebedarf. Frau Kollegin Scharrenbach, Sie antworten dann und dann ist Herr Düngel dran. Ja.
Vielen Dank, Herr Kollege Wegener, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Es geht ja hier um die Anhörung aus Mai 2014, über die wir sprechen, weil das die Anhörung zum Gesetzentwurf war. Und ich möchte Sie gerne fragen, ob insbesondere zwei Aussagen von Sachverständigen Ihrer Meinung nach Ihrer Erinnerung entsprechen. Und zwar haben die Kommunalen Spitzenverbände gesagt, die im Gesetzentwurf angelegte Änderung des Heilberufsgesetzes halten wir für sinnvoll. Hier kann man an einer kleinen Stellschraube drehen, um den Kinderschutz insgesamt zu verbessern. Und die Vertreter der Spitzenverbände Freie Wohlfahrtspflege haben gesagt, ich kann allerdings nach dieser Diskussion verstehen, dass die Rechtssicherheit bei den Ärzten sehr gewünscht ist. Das erlebe ich ja tagtäglich, wenn wir in der Jugendhilfe auch die Überlegungen anstrengen. Wenn das gewährleistet ist und dann auch in einem weiteren Gesetzentwurf schnell nachgezogen wird, dann denke ich, würde sich die Freie Wohlfahrtspflege diesem Gesetzentwurf von CDU, FDP, Piraten nicht verschließen. Entspricht das auch Ihrer Erinnerung? Das entspricht vollständig meiner Erinnerung. Gut. Dann ist jetzt Herr Kollege Düngel dran. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Mein lieber Kollege Wegner, mir ist eine Nachfrage jetzt in den Kopf gekommen auf die erste Rückfrage beziehungsweise die Antwort dann darauf. Können Sie sich vorstellen, Herr Kollege Wegner, dass es eine Fraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen gibt oder vielleicht auch mehrere Fraktionen im Landtag Nordrhein-Westfalen gibt, die Ihre Meinung und Haltung zu einem Gesetzentwurf vielleicht auch im Beratungsverfahren nach Anhörung und so weiter verändert und den tatsächlichen Gegebenheiten anpasst? Ich würde mir wünschen, dass es viel, viel öfters stattfindet. Ich habe es bis jetzt sehr selten wahrgenommen, wenn überhaupt auf Seiten der Opposition. Und bei diesem Gesetz ist es ja nun mal so, dass es gerade bei uns eigentlich fast eine 180-Kehrtwende gab, gerade nachdem wir mit den Vertretern von Riskit gesprochen haben und uns das mal genau erklärt haben lassen, wo die juristischen Probleme liegen und wo genau das Problem liegt, dass man den Kinderschutz den Datenschutz sehr, sehr hoch halten sollte und deswegen auch eigentlich Probleme bestehen, schon vor der Diagnose mit Nichtärzten darüber zu kommunizieren. Ja, das meiste Wichtige ist ja schon gesagt worden, jetzt auch durch meine Antworten auf die Fragen. Was ich noch sehr wichtig finde, ist die Sache, es wird immer wieder auf die freie Wohlfahrtspflege zurückgegangen. Der größte Kritikpunkt, den die freie Wohlfahrtspflege angebracht hat, ist, dass sie Angst hat, dass nach diesem Gesetz keine weiteren Handlungen folgen, dass keine weiteren Gesetzesinitiativen und keine Initiativen mehr von diesem Landtag ausgehen. Ich sage mal so, für einen Verband, der außerhalb des Landtags steht und sehr wahrscheinlich teilweise sehr, sehr unter der Trägheit dieses Gebildes hier leiden muss, kann ich dieses verstehen. Das sollte aber doch für uns, nachdem Sie gesagt haben, diesen Baustein würden wir in einem Gesamtpaket oder sogar zum Schluss gesagt haben, wenn danach noch weitere Pakete, noch weitere Bausteine kommen, dann können wir uns diesem nicht verschließen. Dann sollte das doch für uns als Politiker die Marschrichtung sein und ganz klar sagen, ist okay, den Punkt, diesen kleinen Punkt nehmen wir schon mal raus, den setzen wir um. Um dann, und da bin ich auch ganz bei Ihnen, auch präventiver Kinderschutz ist sehr, sehr wichtig, aber hier geht es eben nicht um präventiven Kinderschutz, sondern es geht darum, wenn der präventive Kinderschutz versagt hat. Und das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Und selbst wenn wir den präventiven Kinderschutz so gut machen, wie wir es nur eben machen können, er wird nie hundertprozentig funktionieren. Und das heißt, wir werden immer wieder auf das Erkennen und Beenden von Kindesmisshandlungen achten müssen und ihnen auch die Möglichkeit geben. Vielen Dank.